von mir nochmal vom Verein Tickets e.V. Wünsche ich einen wunderschönen guten Morgen während dieses Experiments Open Education Half Day. Der Tickets e.V., kurze Vorstellung, wer wir eigentlich sind. Wir sind eine Jugendorganisation aus Deutschland, ursprünglich hervorgegangen aus der Free and Open Source Software Conference, einer der größten freien Software-Konferenzen, die im deutschen Raum, deutschsprachigen Raum stattfindet. Ja, und da ist 2013 ein Verein hervorgegangen, der ja, sich eigentlich um alles kümmert, was mit freier Software in der Bildung und im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat. Wir haben drei große Vereinsbereiche. Im Wesentlichen sind das Workshops und Freizeiten, die wir anbieten für Kinder und Jugendliche, mit Einstiegen in den Bereich aus der Informatik und Technik. Und ja, das findet meistens im Zusammenhang mit Konferenzen zum Thema freie Software und Informatik statt. 2015 haben wir auch schon mal so ein Programm in sehr kleinem Umfang hier beim Open Education Day in der Schweiz stattfinden lassen. Und der zweite Bereich, um was eigentlich heute geht, ist der Bereich schulfrei, wo es um die Entwicklung und Betreuung freier Software in der Bildung und an Schulen und für andere Bildungseinrichtungen geht. Und ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei uns ist, dass wir in allem, was wir machen, Kinder und Jugendliche einbinden. Das heißt, wir machen das nicht nur für Kinder und Jugendliche und für Schulen, sondern die vom Thema Bildung eigentlich am meisten betroffen sind. Also Kinder und Jugendliche sind bei uns aktiv mit dabei. Und so übergebe ich auch dann an den Benedikt, einen aus unserem Team freie Software, also das Kernteam, was sich um die Betreuung freier Software in der Bildung kümmert, der jetzt etwas über das noch mal kurz einen Überblick über das Thema freie Software in der Bildung geben wird, bevor wir dann zum Thema schulfrei kommen. Benedikt, bitte. Ja, hallo, auch mal einen guten Morgen von mir. Ja, warum sollte sich eine Schule, die sich digital aufrüsten möchte, für freie Software entscheiden? Und was kann eben freie Software, was kommerzielle Alternativen und Lösungen nicht bieten können? Wenn man sich gegen kommerzielle Lösungen entscheidet, entscheidet man sich für die Unabhängigkeit und die Souveränität der Schule, da man sich in keinem Vertrag mit den Urhebern der Software bzw. einem Unternehmen bindet. Und ja, offen zugängliche Bildungssoftware überlässt dem Nutzer selbst die Freiheit zu entscheiden, wie man sie nutzt. Und dabei gibt es eben auch keine Einschränkungen, auch keine künstlichen Einschränkungen, die eingebaut werden, die meistens darauf abzielen, noch mehr Gewinn zu machen. Das können beispielsweise kostenpflichtige Erweiterungen in Software sein, um die Kompatibilität mit anderen Diensten auch zu gewährleisten. Aber das gibt es eben in freier Software nicht. Es ist alles transparent. Man weiß, was einen erwartet. Und ja, warum ist freie Software nachhaltig? Da gibt es zwei wichtige Punkte. Einmal die Software, die ständig, langfristig und kontinuierlich von einer großen Gemeinschaft gepflegt wird. Daraus folgt eben, dass die Software immer aktuell bleibt und dass nicht nach ein paar Jahren ein komplett neues System aufgespielt werden muss und im Prinzip alles von vorne beginnen muss, weil ein großes Update kommt. Das passiert ja eben nicht, weil es immer ständig und langfristig gepflegt wird. Auch zählt der ökologische Fußabdruck hier in der Nachhaltigkeit eine Rolle, denn man ist mit freier Bildungssoftware nicht an Hardware gebunden. Nehmen wir mal das Beispiel Apple. Wenn man da die Education-Möglichkeiten von Apple nutzt, ist man ja schon daran gebunden, iPads, MacBooks zu nutzen. Das hat man hier nicht. Und das heißt auch, dass man alte Hardware benutzen kann. Die Software funktioniert trotzdem, auch wenn man die Hardware nicht alle paar Jahre erneuert. Und wenn wir uns das Ganze mal in einer größeren Dimension vorstellen, einfach eine Schule mit über 1000 Schülern und das vielleicht noch an mehreren Schulen, wenn die
nicht alle 5 Jahre ihre Geräte erneuern müssen, weil das Unternehmen sagt, kann man seinen ökologischen Fußabdruck als Schule schon sehr klein halten. Auch ist die Flexibilität von freier Software an Schulen ein Vorteil. Bei kommerziellen Lösungen hat man oft ein starres System, das einfach in die Schule hineingeprescht wird. Bei freier Software, die ist eben flexibel einsetzbar und die passt sich an die Schule an, passt sich an die Bedürfnisse an, und deshalb kann es auch gut in den Schulalltag der schon erst integriert werden. Auch kann die Entwicklung von freier Software in der Schule selbst eine Lernmöglichkeit für Lehrer und Schüler darstellen. Da zum Beispiel gemeinsam in einer AG Schüler und Lehrer zusammen an der Entwicklung und der Anpassung des Systems in der Schule arbeiten können. Und da ist auch der Unterschied zum regulären Informatikunterricht, wo man an einem Projekt arbeitet, das nach Abschluss des Projekts, dann geht es irgendwann in Vergessenheit und man weiß nicht mehr, wofür man das wirklich gemacht hat. Aber hier arbeitet man an etwas, das dann wirklich real eingesetzt wird, und das kann Schülern und Lehrern auch ziemlich Spaß machen. Das waren erstmal die Punkte zur freien Softwareentwicklung. Ja, danke, Benedikt. Geht dieses ganze Thema freie Software in der Bildung mit gewissen Herausforderungen einher. Vielerorts auch, kann man durchaus sagen, mit Problemchen oder halt Punkte oder Reibungspunkten. Ich habe hier für diese Folie mal ein paar von den Herausforderungen zusammengefasst, die auch eigentlich für uns zielgebend für das Projekt schulfrei sind. Und zwar geht es dabei darum, dass erstmal, wenn jetzt sich eine Schule oder ein Schulträger für die Auswahl einer Softwarelösung oder einer Lösung im Digitalisierungsbereich interessiert, dass dann erstmal diese Person vor einer oft unüberschaubaren Auswahl steht. Ja, hier ist ein Beispiel zu nennen. Ich möchte halt zum Beispiel ein Schulinformationssystem einsetzen, um Stundenpläne, Vertretungspläne oder beliebige Arten von schulischen Daten halt aufzubereiten und zu verwalten. Dann kann ich das in die Suchmaschine meines Vertrauens eingeben und werde prinzipiell überschüttet mit einer Auswahl an Softwareprojekten, die mir hier halt Möglichkeiten bieten. Da habe ich echt Schwierigkeiten, was zu finden, was wirklich gut ist. Stehe dann oft vor einer ich habe es ja mal positiv formuliert, vor einer abwechslungsreichen Qualitätsskala. Es ist oft schlecht durchschaubar, was die Entwicklungsziele und der Entwicklungsstand dieser einzelnen Projekte sind. Da komme ich gleich noch zu, da gibt es so ein bisschen Clash aus der Erwartungshaltung von Nutzern und den Zielen der Entwickler. Ne? Sehr viele Entwickler, das schließt mich ausdrücklich ein, sind sehr schlecht darin, offen zuzugeben und darzustellen, was eigentlich ihre Entwicklungsziele sind und wie gut sie eigentlich selber sich um Standards kümmern und sich um Qualitätssicherung kümmern. In beide Richtungen, ne? muss ich hier fairerweise sagen. Ne? Es gibt viele Entwickler, die sagen, meine Software ist eigentlich nur ein Bastelprojekt, aber in Wirklichkeit haben sie echt hochqualitative Software entwickelt. Ne? Also das geht in viele Richtungen, diese Skala. Und auch der Support ist oft halt dezentral organisiert. Wenig durchschaubar. Ne? Es gibt Mailinglisten, es gibt IRC-Chats vielleicht. Oft gibt es leider auch sagen wir mal, undurchsichtige, fragwürdige Dienstleister. Ne? Die sehen, es gibt ein freies Softwareprodukt, was man einsetzen kann, was man anbieten kann. Und die bieten dann schnell mal kommerziellen Support an und schreiben das auf ihre Website. Und mit dem auf die Website schreiben ist es dann eigentlich auch getan. Wie die Qualität, die dahinter steckt, hinter dieser Dienstleistung, ist dann oft leider nicht durchschaubar.
Weil das sind Dinge, da steht man dann als Entscheider so ein bisschen wie der Ochse vom Berg und ja, ist ein bisschen überschüttet, überfordert mit den Möglichkeiten, die sich da bieten. Was dann natürlich in der Praxis schnell dazu führt, dass man auch wieder aufgibt. Ne? Dann geht man lieber zum Händler seines Vertrauens, sagt hier, regionaler IT-Dienstleister, guten Tag, was können wir uns denn anbieten? Und der regionale IT-Dienstleister sagt dann, ja, bitteschön, Microsoft, Apple, hier bitte ist Ihre Rechnung. Und bietet das dann halt entsprechend aus einer kommerziellen Plattform an. Das ist eigentlich die Kernherausforderung, die wir mit dem Schulfallprojekt versuchen anzugehen. Haben es hier nochmal dargestellt. Es gibt hier einen gewissen Konflikt zwischen zwei Kulturen. Das ist die freie Software-Szene, die sich sehr über Diversität freut, für die Diversität und Auswahlmöglichkeiten sehr wichtig sind. Ne? Das sind große Themen, die sehr, sehr wertgeschätzt werden in der freien Software-Szene und auch sehr, sehr wichtige Themen, die unbedingt zu fördern sind. Diversität, Wahlfreiheit, der Community-Support, dass jeder jedem hilft. Teilweise muss man leider auch ehrlich sagen, dass ja viele Entwickler aus der freien Software oder Open-Source-Szene halt Kommerz als böse ansehen. Ne? Das ist was manchmal auf Mailinglisten und den Chaträumen durchklingt, dass kommerzieller Support eigentlich gar nicht so gewünscht ist. Ne? Aber das gibt natürlich einen Konflikt mit Entscheidungsträgern, mit Leuten, die letztendlich als Nutzer dazukommen. Wenn ich als Entscheider, als Schulleiter, als Lehrkraft, als Schulträger dahin komme und letztendlich eine Lösung suche, dann ist das für mich erstmal nicht wichtig, ob es eine tolle Community gibt, ob es da 3000 Leute gibt, die auf einer Mailingliste darüber diskutieren können, ob irgendein Problem, was ich habe, ein Bug ist oder weiß ich nicht. Die möchten eine coole Darstellung, die möchten etwas, was auf den ersten Blick erzählt, wie das Angebot ist, welche Möglichkeiten die Software bietet oder die Lösung bietet, welche klaren Angebote es gibt, was sie leisten kann, was sie nicht leisten kann, ob es Zahlen gibt zum Beispiel. Also sie möchten halt wissen, was kostet mich das, was bringt mir das. Sie möchten einen direkten Support haben und sie möchten halt, das klingt jetzt hier sehr negativ formuliert auf der Folie, aber sie möchten halt auch Verantwortung abgeben. Sie möchten letztendlich, möchten sie, dass jemand kommt und sagt, hier, wir möchten ein Problem lösen, ihr habt eine Anforderung, ihr möchtet einen Rechnerraum betreiben, ihr möchtet Pläne verwalten, ihr möchtet, ne, da kommt gleich der Benedikt noch zu den verschiedenen Anforderungsprofilen. Und wir lösen das für euch. Er möchte nicht hergehen und sagen, hier ist Hilfe zur Selbsthilfe. Klar, auch da gibt es coole Leute, die sagen, ja, ich möchte gerne selber da mitmachen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber der Durchschnittsschulträger möchte einfach eine Lösung haben. Und der möchte da sagen, meine Verantwortung ist, dass die Schule läuft. Eure Verantwortung ist, dass die Technik funktioniert. Und das ist halt bei vielen technischen Projekten entsprechend da nicht gegeben oder nur sehr unsichtbar gegeben. Deswegen unser Ansatz im Schulfallprojekt. Ich muss gerade mal kurz etwas trinken. Ja, Entschuldigung. Das Schulfallprojekt verfolgt da den Ansatz aus im Wesentlichen vier Punkten. Und zwar soll es eine Kuratierung geben. Das heißt, es sollen Anforderungsprofile erkannt werden. Was möchten Schulen, was möchten Schulträger, was möchten Entscheidungsträger tun? Die sollen benannt werden und ja, dann für diese verschiedenen Anforderungsprofile sollen dann halt Lösungen ausgesucht werden, die diese sehr gut erfüllen.
und wo man eine Empfehlung geben kann. Dass dieser Wald aus vielen Lösungen letztendlich so aufbereitet wird, dass ich einen klaren Überblick bekomme, was möchte ich, welche Herausforderungen möchte ich lösen und welche Softwarelösung kann ich dafür nehmen. Ja. Das zweite ist, die Integration soll sichergestellt werden. Ja. Letztendlich habe ich ja zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder ein Softwareprodukt aus einer Hand kaufen letztendlich und sagen, dieses Softwareprodukt löst alle meine Anforderungen, die ich in der Schule habe, auf einmal. Oder ich kann ganz viele kleine Insellösungen anschaffen. Die eine kümmert sich um mein Schulnetzwerk, die andere um meine Planungsanforderungen und so weiter. Das ist allerdings ein Problem. Ne? Ich kann ganz, ganz viele Insellösungen hinstellen, aber die integrieren sich nicht gut. Wir möchten da eine Mischung schaffen. Das heißt, wir möchten sowohl fördern, dass sich jedes Softwareprodukt um das kümmert, was es wirklich gut kann. Ne? Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip aus der Unix-Philosophie. Jedes Tool kümmert sich um das, was es gut kann, nicht um möglichst viele Dinge, aber wir möchten sie gut integrieren. Zum Beispiel durch Datenaustauschmöglichkeiten, durch Single Sign-On-Möglichkeiten, dass nicht jeder Lehrer in seinem Lehrerkalender 20 Passwörter für 20 Tools pflegt, sondern nach Möglichkeit halt nur eins. Alles solche Sachen. Und der letzte Punkt ist dann, dass diese einzelnen Komponenten möglichst gut gepflegt werden sollen, supported werden sollen und dass wir Supportwege darstellen wollen. Da kommen wir gleich noch zu. Zum Beispiel durch gemeinsame Standards. Es sollen sich halt zum Beispiel regionale IT-Dienstleister sollen sich auf gemeinsame Standards einigen, wie zum Beispiel BigBlueButton oder wie zum Beispiel Moodle gepflegt wird, mit Updates versorgt wird, wie Support geleistet wird, damit trotz dieser Modularität Schulen und Schulträger halt sich auf einen gemeinsamen Supportstandard verlassen können. Ja, Benedikt, vielleicht kannst du kurz zeigen, welche Lösungen aktuell zum Schulfreikanon gehören. Ja, fange ich mal an. Für das Schulnetzwerk ist im Schulfreikanon aktuell Debian Edu bzw. Skole Linux. Das ist eine Schulnetzwerklösung, die eine einfache Installation von Netzwerken. Ja, von Netzwerken, Workstations und Co. Mit Skole Linux kann es einfach aufgesetzt werden. Es ist sowohl auf Servern als auch auf Desktops anwendbar. Das heißt, es ist ein Betriebssystem, das extra für den Schulablauf, für den Schulalltag geeignet ist. Auf der Desktop-Version sind auch schon entsprechende Softwarepakete installiert, die für den Schulalltag nützlich sind. Und ja. Das ist eben das Schöne, dass es auf dem Server und auf dem Desktop beides gleichzeitig läuft. Damit hat man ein einheitliches System. Alexis ist ein Schulinformationssystem, das vom Tickets e.V. und vom Katharineum zu Lübeck programmiert wird. Und es ist ein webbasiertes Schulinformations- bzw. Schulverwaltungssystem. Es deckt einen großen Aufgabenbereich ab, sei es Notenverwaltung oder Klassenverwaltung oder Vertretungsplan, alles lässt sich damit realisieren. Und da es sich bei Alexis nicht nur um ein Framework handelt, auch ergänzt werden um weitere Funktionen. Und es kann auch eine eigene App geschrieben werden. Das heißt, eine Schule kann sich ihre eigene App zusammenbasteln aus den Möglichkeiten von Alexis und kann dann in ihre Funktion, die sie braucht, damit integrieren. Nextcloud, ja, wie der Name es auch schon sagt, ist einfach ein Cloud-Dienst, den man in der Schule benutzen kann. Der ist nutzbar zum Dateiaustausch. Man kann Dateien speichern, aber diese auch teilen. Und was in der Schule auch wichtig sein kann, ist das gemeinsame Arbeiten an einem Projekt. Man kann mit mehreren Leuten Ordner teilen und an Projekten arbeiten, gemeinsam an Dateien arbeiten, man kann direkt
Dateien in Nextcloud bearbeiten, sei es Office-Dateien und so weiter. Ja, für den Online-Unterricht ist eigentlich Big Blue Button. Dieser Online-Unterricht wird im normalen Regelschulalltag wahrscheinlich nicht so häufig vorkommen, aber zur aktuellen Covid-19-Pandemie-Zeit ist es schon sehr nützlich. Es gibt einige Schulen, die sich darauf stützen, damit ihren Unterricht noch von zu Hause aus laufen zu lassen. Ja, die wichtigsten Sachen von Big Blue Button, wie es funktioniert, sehen Sie ja, Sie sind ja gerade drauf. Und es wurde auch schon, vorhin ganz am Anfang im Plenum kurz erklärt, was möglich ist. Also Breakout-Räume, in denen man zum Beispiel in Gruppen arbeiten, kann man Schüler zusammensetzen in Breakout-Räume und der Lehrer kann zwischen den Räumen hin und her switchen. Man hat ein interaktives Whiteboard. Ja. Und zum letzten Punkt, Moodle ist im Schulfreikanon und ist für das Lernmanagementsystem zuständig. Also es ist, mit Moodle hat man als Lehrer die Möglichkeit, die Lernleistung seiner Schüler zu kontrollieren und ihnen auch Aufgaben aufzugeben. Das heißt, es gibt Kurse in Moodle und dort können Schüler und Lehrer rein, die auch in den realen Kursen bzw. Klassen sind, und dort können Aufgaben gestellt werden. Es können aber auch von Schülern Aufgaben hochgeladen werden. Lehrer können diese Aufgaben kontrollieren und bewerten und der Schüler kriegt eine individuelle Antwort vom Lehrer. Und dabei sind noch viele andere Funktionen möglich, die alle auszureizen ist meistens nicht möglich, weil es eine große Anzahl an Funktionen in Moodle gibt. Ja, dann kommen wir jetzt mal weiter zur Integration. Das Schöne am Schulfreikanon ist, Dominik hat es ja auch schon erklärt, es sind alles einzelne Lösungen, die für ihren Aufgabenbereich zuständig sind. Aber die sind alle miteinander integrierbar. Das bedeutet, dass alle Systeme mit den anderen arbeiten können und nicht einfach für sich alleine arbeiten. Was auch gesagt wurde mit dem einen Account, das ist hier möglich. Und das heißt, man kann Moodle Big Blue Button zum Beispiel verknüpfen, dass man nur einen Big Blue Button Konferenzraum öffnen kann, indem man in einen Moodle-Kurs eingeschrieben ist. Das ist nur ein Beispiel. Und was auch wichtig zu wissen ist, dass die ganzen Lösungen, also der Schulfreikanon, ist nicht als ein großes Paket nur so zusammennutzbar, sondern es ist eigentlich auch für jede Schule frei auswählbar, welche Dienste sie nutzen möchte. Das heißt, sie können sagen, dass wir nur Moodle und Big Blue Button benutzen möchten oder nur Alexis und Nextcloud beispielsweise. Das ist alles möglich und das arbeitet trotzdem miteinander. Es ist eben nicht das alles auf dem anderen aufbaut, sondern alles arbeitet für sich selbst und kommuniziert eben mit den anderen. Ja. Dann macht Dominik mal weiter mit dem aktuellen Status von Schulfrei. Genau, noch kurz hier zur Integration. Als Nachtrag, Benedikt hat es gerade soweit schon gesagt, wir haben das hier mit Debian Edu im Zentrum letztendlich dargestellt. Deswegen stellt diese Folie hier quasi den Vollausbau der aktuellen Komponenten dar, wo Debian Edu mit seiner LDAP und Kerberos-Authentifikation halt als zum Beispiel als zentrale Lösung zur Authentifikation dient. Davon ausgehend, dass man in der Schule halt seinen Debian Edu-Server hat, der alle Benutzerdaten von Schülern und Lehrkräften und so weiter verwaltet und alles andere sich letztendlich daraus versorgt. Das ist aber beliebig austauschbar. Ne? Hier steht das jetzt im Vollausbau im Zentrum. Letztendlich kann man aber auch ein anderes System ins Zentrum stellen. Ne? Unser Ziel der Offenheit ist tatsächlich, dass man zum Beispiel, wenn man das möchte, auch ein Microsoft Active Directory ins Zentrum stellen kann oder so und sich die Systeme trotzdem integrieren. Offenheit und Freiheit bedeutet uns halt auch die Wahlfreiheit, an einer bestimmten Stelle irgendwie ein kommerzielles System zu nutzen. Das soll überhaupt kein großes Problem darstellen. Ja.
Ja, wie sieht es aktuell aus mit dem Schulfreikanon? Aktuell haben wir den Status abgeschlossen, dass wir für die wichtigsten identifizierten ja, Anforderungsprofile halt Lösungen auswählen. Die hat Benedikt gerade vorgestellt und die Integration sicherstellen, ne, bei all diesen Komponenten, die aktuell jetzt da gerade genannt wurden. Ist sichergestellt, dass sie sich hervorragend integrieren, in beliebigen Kombinationen auch. Ja, unser freies Software-Team bei TechKids ist aktuell sehr aktiv damit beschäftigt, letztendlich die Präsentierbarkeit sicherzustellen, die Website schulfrei.org ja, aufzubereiten, dass alle Lösungen gleichwertig mit einem ähnlichen Layout, mit genau gleichen Anforderungen präsentiert werden. Und ja, auch sind wir dabei, gemeinsame Standards sicherzustellen. Durch die aktuelle Situation hat sich für uns als Verein ergeben, dass natürlich sehr, sehr viele Schulen gerade nach Lösungen suchen, was natürlich wo der Anlass eher traurig ist, aber ja. So blöd das klingt, man kann halt sagen, dass es passiert halt wenig Innovation ohne Leidensdruck, ne? Und die aktuelle Situation, die bringt halt den Leidensdruck, dass extrem viele Schulen halt nach Digitalisierung suchen und nach Lösungen für Probleme in dieser Situation suchen. Was natürlich bei uns dann auch dafür sorgt, in der gesamten Community dafür sorgt, dass letztendlich wir solche freien Lösungen voranbringen können. Und so haben wir jetzt auch viele Leute, die anfragen, ob sie den Moodle haben können, ob sie den BigBlueButton haben können und so weiter, wodurch dann natürlich auch Standard-Deployments und so weiter entwickelt werden und ausgetauscht werden in der Community. Das ist etwas, was gerade im vollen Gange ist. Als nächster Schritt steht dann letztendlich an, dass wir Unternehmen dafür begeistern wollen, diesen Kanon halt auch zu betreuen und als Dienstleistungsangebot letztendlich anzubieten und immer mehr jugendliche Kontributoren dann einzubinden. Ne? Das tun wir aktuell schon. Zu all diesen Projekten haben wir hier aktive Kontributoren ab 10 Jahren aufwärts, die allein schon natürlich durch das Ausprobieren, durch Feedback, wie sie das nutzen, wie sie damit klarkommen, zu Kontributoren werden oder halt auch Code beitragen. Alexis wird komplett von Schülern, von Schülern entwickelt. In Debian Edu fließt sehr viel ein und das wird natürlich immer weiter ausgebaut. Ja, wie kann man sich beteiligen und wie kann man helfen, unsere Ziele ja, umzusetzen? Einmal im Marketing, sei es jetzt einmal im Web oder analog in echt an einem Stand. Man kann uns helfen, indem man beim Webdesign und Texte schreiben auf den entsprechenden Seiten, indem man so Marketing betreibt oder auch bei Ständen in vielen Veranstaltungen, sei es jetzt die FOSDEM oder weitere Veranstaltungen. Dort hat er jetzt seinen Stand und wirbt auch Leute an und dort kann man auch helfen. Man kann sich auch in der Administration beteiligen. Das heißt, man testet die Systeme, man entwickelt sie mit und man kann gemeinsam Erfahrungen sammeln und in neue Standards setzen. Und ja, man kann sich aber auch als Dienstleister im Bereich Support und Beratung einsetzen. Das, was ja auch schon erwähnt wurde, dass man Schulen hilft, dass man auch als Support dasteht und Schulen beraten kann. Sponsoring und Spenden. Damit kann uns auch geholfen werden, Projekte umzusetzen, um Kosten zu decken. Und ja. Genau, also das Interessante hier ist eigentlich, oder das Spannende hier ist eigentlich, dass es so ein Brückenschlag zwischen Community, zwischen Dezentralität ist, dass halt viele Leute Erfahrungen sammeln, viele Leute Erfahrungen austauschen,
Aber letztendlich wird das in einen Kanal bündeln müssen, der für Schulen, für Bildungsträger halt zugänglich ist. Ja? Das ist eigentlich der große Versuch des Schulfrei-Projektes, Erfahrungen zu bündeln, Erfahrungen auszutauschen und letztendlich dann sich auf ja, trotz der Dezentralität auf Gemeinsamkeiten zu einigen und diese entsprechend anzubieten. Ich habe natürlich vergessen, die letzte Folie hinzuzufügen, was ich mir gestern den ganzen Tag vorgenommen habe, auf der die Kontaktdaten stehen würden. Ich schreibe sie jetzt hier in den Chat. Es gibt eine E-Mail-Adresse, an die man sich wenden kann, wenn man zum Beispiel einfach Lust hat, mitzumachen oder auch Kontakt zu IT-Unternehmen hat, die vielleicht als regionaler Partner entsprechend Interesse haben, einen Gesamtkanon aus freier Software anzubieten im Bildungsbereich. Und ansonsten auf unserer Website www.tickets.org kann man natürlich auch Möglichkeiten finden, uns einfach passiv zu unterstützen, das Projekt, sowohl den technischen Fortschritt als auch ja, die Jugendlichen, die bei uns aktiv sind. Das sind momentan etwa 24 Jugendliche, als ich das letzte Mal geguckt habe, die bei uns mit aktiv sind und beitragen. Wir haben auch jetzt aktuell eigentlich ein großes Vereinswochenende hier in Bonn, das jetzt auch online stattfindet und wo wir den Open Education Day einfach gerade zum Teil davon gemacht haben. Und ja, wir freuen uns über aktive Mitstreiter, passive Unterstützer und Ähnliches. Ja, Jörg, ich übergebe an dich zur Moderation der Frage-Antwort-Runde und der Diskussion und bedanke mich bei allen fürs Teilnehmen unserer Keynote und wünsche noch einen schönen Open Education Day ansonsten. Ja, gerne. Was gibt's von Fragen für euch? Ihr dürft auch gerne über den Chat Fragen stellen, für die jetzt noch nicht ihr Mikrofon verbunden haben oder auch gar kein vernünftiges am Computer dran haben. Ja, hallo. Hört ihr mich? Ja. Mein Name ist Bianca Berloch. Ich arbeite in der Schweiz an einem Projekt zur digitalen Bildung. Und ich wollte eigentlich fragen, ihr seid länderübergreifend unterwegs. Ihr habt das schon angedeutet. Aber wie funktioniert das genau, wenn wir jetzt Interesse hätten, mit euch zusammenzuarbeiten? Also letztendlich fußt dieser ganze Schulfallkanon ja darauf, dass sich mehrere Partner letztendlich auf gemeinsame Standards, auf gemeinsame Ziele einigen und ja, diese dann verfolgen. Das können sie aber recht dezentral tun. Ne? Also unsere gesamte Entwicklung ist offen. Bianca, könntest du dich bitte lieben, während ich antworte? Das ist sehr viel Geräusch bei dir im Hintergrund. Danke. Wir arbeiten halt, was die Technik angeht, in Git Repositories auf der offenen Plattform EduGit, die wir auch betreiben für alle Bildungseinrichtungen und in einem Chatraum beziehungsweise mit Online-Treffen. Ne? Ja, letztendlich gibt es da sicherlich verschiedenste Modelle. Ne? Für uns ist das jetzt auch, sagen wir mal, so ein bisschen bisschen neu, eine neue Herausforderung, uns zu dezentralisieren. Das müssten wir einfach ausprobieren, wie das funktionieren wird. Ne? Aber letztendlich ist es so, wie wir es dargestellt haben, es gibt eine Einigung auf gemeinsame Ziele, es gibt gemeinsame Arbeitsbereiche und letztendlich trägt dann jeder in seiner Region die Verantwortung dafür, das entsprechend geografisch unabhängig umzusetzen. Meine Frage zielt auch deshalb, oder habe ich gestellt, weil wenn man mit kantonalen Behörden zusammenarbeitet, wahrscheinlich mehr braucht, gibt ja wie außerschulische Projekte, aber schulische, die dann eben quasi kantonal und in Deutschland halt auch über bestimmte Gremien genehmigt sein müssen oder bestimmte Sachen durchlaufen müssen, damit sie dem Standard der Schule und dem Kultusministerium und so weiter Dienst leisten quasi. Ja, genau. Also das ist aber letztendlich ein Problem, was
was schon immer da ist, was nicht mit der Dezentralisierung letztendlich zusammenhängt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man nicht mit der Brechstange daran gehen kann. Ne? Man kann also was nicht funktioniert, ist, dass man hergeht und sagt, hier, liebes Ministerium, wir haben hier Lösungen, bitte bietet die doch mal an oder berücksichtigt die. Das wird meistens nicht funktionieren. Was hingegen ja, ganz, ganz gut funktioniert an den Stellen, wo wir das sehen, ist so ein bisschen Revolution von unten. Ne? Dass man Schulen hat, die schon Lösungen einsetzen oder Lösungen einsetzen wollen und die letztendlich dann sagen, hier, wir haben Debian Edu, wir haben Alexis oder Big Blue Button. Was ist denn damit? Dürfen wir das einsetzen? Und oft sind dann die Schulträger da und sagen, ja, gucken wir uns an, ist gut. Weil sie selber keine einheitliche Lösung haben. Ne? Auch so ein bisschen aus der Not heraus sehen wir das gerade in manchen Städten. Manche Städte, manche Kommunen sagen halt momentan, es ist gut, wenn Schulen Eigenlösungen haben, weil wir haben keine. Und natürlich der Bereich IT-Unternehmen, IT-Partner. Mittlerweile haben die meisten Kommunen, die meisten Regionen haben regionale IT-Partner, die sich um die Schul-IT kümmern. Und von denen hängt das letztendlich auch ab. Ne? Wenn die Angebote machen, dann werden die auch gut berücksichtigt und werden auch reviewed und bewertet letztendlich von den Schulträgern. Das heißt, unsere Strategie ist momentan, dass wir sowohl Schulen als auch IT-Dienstleister davon überzeugen, diese Alternativen bzw. diesen Kanon letztendlich anzubieten und dann auch letztendlich da zu sein, wenn die Region oder der Schulträger nach Lösungen fragt, halt entsprechend zu sagen, ja, hier, zu unserem Portfolio gehört zum Beispiel diese Lösung. Dankeschön. Ihr dürft gerne weitere Fragen stellen. Ja, moin. Ich bin Thor Sommer. Ich komme aus dem Norden. Schön, dass jetzt auch mal andere wieder auf dem Open Education Day sind, die halt auch irgendwie aus der Region kommen. Oder ich habe auch gesehen, dass einige der Projekte ja doch hier oben irgendwie angesiedelt sind. Meine Frage ist, also so wie ich das jetzt immer rausgehört habe, ihr stellt die Softwareplattform zur Verfügung und entwickelt die und dann geht ihr an lokale Dienstleister ran, richtig? Also die das dann nachher an den Schulen tatsächlich implementieren. Also ihr macht das selbst nicht. Doch auch in einem recht kleinen Rahmen. Ne? Also wir sind ein gemeinnütziger Verein. Man muss ganz offen und ehrlich sagen, wir sind... Ne, jeder, der dazugehört, ist momentan so ein bisschen in so einer Findungsphase. Wir gehen natürlich auch selber an Schulen heran, beziehungsweise supporten Schulen. Wir können das natürlich als Verein nicht in einem sehr großen Umfang machen, aber das Ziel ist auch, dass wir selber Partnerschulen haben, Partnerinstitutionen haben, die wir selber betreuen durchaus. Das machen wir auch bei einer Handvoll Schulen mittlerweile durchaus auch als Dienstleistung selber, um da jetzt halt entsprechend auch Erfahrungen zu sammeln und für Austausch zu sorgen. Jetzt sehe ich hier gerade im Chat noch eine Frage von der Margret Stutz. Welche Rolle übernehmen die Jugendlichen im Projekt Ideenlieferant Testing oder können sie auch ins Programming eingebunden werden? Sehr spannende Frage. Wir vertreten die Sichtweise, dass jeder in seinem Rahmen beitragen kann, ganz unabhängig vom Alter. Der Benedikt ist ja auch hier. Benedikt, wie alt bist du? Ich bin 16. 16, ja, genau. Ich weiß es immer nicht ganz, ganz hundertprozentig, weil es halt für uns nicht so richtig eine Rolle spielt. Das Schulinformationssystem Alexis, was jetzt nächste Woche sein Alpha 2.0 Release haben wird, wird halt komplett von Jugendlichen entwickelt in der Schülergruppe. Das sind ganz unterschiedliche Level. Ne? Jugendliche sollen halt mindestens Ideenlieferant sein. Ne? Das ist uns ganz, ganz wichtig, dass die Nutzergruppe halt wirklich auch gehört wird und auch gesehen wird, wie...
nicht nur Jugendliche, sondern alle, auch Lehrkräfte und so weiter, halt Softwarelösungen einsetzen. Das ist der erste Schritt. Ne? Aber ausdrücklich ja auch in der Programmierung. Ne? Die Schülergruppe, die Alexis entwickelt, hat sich im Januar haben wir da zwei Projekte zusammengelegt. Das ist eine recht diverse Gruppe. Ne? Da sind Schüler dabei, da ist der stellvertretende Schulleiter dieser Schule dabei. Ich glaube, er ist auch gerade hier im Raum. Frank, kannst vielleicht gerne auch was dazu sagen. Wir haben dezentral online Entwicklungsmeetings, sogar die Maintenance der Software, also das Code Review, die Qualitätssicherung ist aufgeteilt zwischen mir als hauptberuflichem Softwareentwickler und dem Jonathan, der ist Schüler an der Schule, die Entwicklung hauptsächlich treibt, am Katharineum. Wie gesagt, Frank, kannst du vielleicht was zu sagen? Und sogar diese Maintenance und das Code Review teilen wir uns, ne? Völlig, völlig gleichberechtigt. Und das ist ein sehr schönes Entwicklungsmodell, was mir sehr viel Spaß macht und wo wir auch gerne mehr von sehen möchten. Frank, möchtest du was dazu erzählen, kurz vielleicht? Ja, ich kann gern was dazu sagen. Also wir haben dieses Projekt an der Schule bei uns in Lübeck begonnen und sind dann später erst darauf gestoßen, dass Nick mit seiner Entwicklergruppe eben an genau der gleichen Aufgabe arbeitet. Und dann haben wir uns letztes Jahr im November, glaube ich, das erste Mal getroffen und den Plan geschmiedet, dass wir uns zusammen tun wollen. Und letztendlich stellt sich eben heraus, dass wir nicht nur die gleichen Werkzeuge eingesetzt haben, sondern dass wir auch die gleiche Idee verfolgen, nämlich dass Software, die an der Schule eingesetzt wird, produktiv eingesetzt wird, auch von Schülern mit programmiert wird. Und das betten wir tatsächlich eben einerseits in den AG-Bereich, also die Arbeitsgemeinschaft bei uns ein. Und ich möchte eigentlich auch dahin gehen, dass ich immer mehr auch das mit dem Unterricht verknüpfe, also dem Informatikunterricht in der Oberstufe verknüpfe. Und das ist eigentlich das Ziel, dass man die Schüler durch aktuelle Projekte dort mit einbindet. Einerseits lernen sie dadurch hervorragend eben professionell zu programmieren und andererseits haben sie die Möglichkeit, die Dinge, die an der Schule wirklich laufen, dann auch mit zu beeinflussen. Das ist das Ziel. Dankeschön. Sind noch weitere Fragen von den Zuhörenden und Zuschauenden da? Warten wir doch noch. Ja, dann ist es die Zeit, den Philipp noch zu erwähnen, der hier immer so gerade mitredet. Auch hier beim Open Education Day übernehmen Jugendliche von uns kleinere Aufgaben mit. Der Philipp und der Kirill. Ich weiß nicht, ob Kirill gerade hier ist oder in einem anderen Keynote. Kirill ist auch anwesend. Auch zwei Jugendliche, die auch in Workshops gleich die Moderation und technische Betreuung mit übernehmen werden. Vielen Dank euch. Also noch zur letzten Frage von Andreas Moser. Wie viele Schulen profitieren heute schon von den Open-Source-Lösungen? Danach würde ich sagen, machen wir doch noch eine Pause, dass alle nochmal aufs WC gehen können, bevor es weitergeht um halb. Ja, das ist eine Frage, die oft gestellt wird, die wir uns auch selber oft stellen, die aber gar nicht so leicht zu beantworten ist. Mit dem Ziel, dass man datenschutzfreundlich sein möchte und dezentral sein möchte, kommt auch daher, dass man halt keine Telemetrie hat und nicht wirklich messen kann, wie viele Schulen die Open-Source-Lösungen einsetzen. Wir können letztendlich nur sagen, wie viele Schulen bei uns anfragen. Wir können Nachfragen und Kommunikation von Lehrkräften, von Entscheidungsträgern auf Mailinglisten messen und dann eine Schätzung abgeben. Wir gehen davon aus, dass das Kernsystem der BNEDU bei uns in Deutschland von etwa 400 Schulen genutzt wird. Wenn man den Mailinglisten-Traffic hochrechnet, beziehungsweise wenn man hochrechnet, was man so an Messeständen hört und so. Moodle ist extrem weit verbreitet, weil es einfach ein sehr, sehr gutes Produkt ist, was auch ohne seinen Open-Source-Charakter zu betonen halt sehr weit verbreitet und genutzt wird. Ansonsten, ja, es ist sehr, sehr schwer, darüber Messungen zu machen.
Genau, kurz noch der letzte Kommentar zur letzten Frage, die angesprochen wurde, ist, wie Mischformen zu zählen sind. Und ja, ich denke, in vielen Fällen ist an Schulen sind immer Open-Source-Projekte im Betrieb. Die Frage ist einfach, wie gut ist das integriert? Das wäre vielleicht noch mein Abschlusskommentar dazu. Und sonst würde ich vorschlagen, dass wir die Runde hier schließen. Ich bedanke mich. Jetzt haben wir noch 5 Minuten Luft, was da vielleicht auch noch gut ist. Und dann sehen wir uns nach den Workshops wieder zu den Lightning Talks. Und weiterhin einen ganz schönen Morgen wünsche ich euch. Dankeschön. Ja, das wünsche ich auch. Danke, Jörg, für die Moderation. Und ja, wir freuen uns weiterhin, Co-Gastgeber zu sein dieser Konferenz und wünschen auch als Co-Gastgeber allen eine weitere hervorragende Konferenz. Super, danke, Dominik und Benedikt.